Man merkt, dass man länger keine Videos mehr gemacht hat, wenn man die Begrüßung 15 Mal filmen muss. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, ein frohes neues Jahr, ein Jahr voller Gesundheit, voller Frieden, voller Liebe und allem, was positiv ist, wünsche ich uns allen. Yes, jetzt habe ich es endlich geschafft. Okay, ich komme jetzt mit meinen Jahresfavoriten an diesen dunklen, dunklen, dunklen Tag. Es tut mir sehr leid für die Videoqualität. Da muss ich mich ja quasi jetzt jedes Mal für entschuldigen. Aber ihr seht mich, glaube ich, relativ deutlich, also halbwegs deutlich. Und ja, wie gesagt, es tut mir sehr leid im Vorhinein. Aber die Hauptsache, wir sind zusammen und können über Produkte reden, die wir das ganze Jahr geliebt haben. Und ich möchte auch gerne, dass ihr mir eure Produkte, dass ihr mir eure Produkte, ich fange schon wieder an mit den Händen zu arbeiten, in die Kommentare schreibt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt sofort an. Denn ich habe hier einiges liegen. Ich beginne heute mit Pflege und Make-up. Das Video könnte so an die 40 Minuten dauern. Also eigentlich wollte ich Pflege und Make-up schon getrennt machen, aber ich dachte, komm, mach's direkt in einem durch. Parfum-Favoriten kommen natürlich auch noch bald. Also deshalb, don't worry, die werden auch noch zu euch gelangen, auch in naher Zukunft. Ich werde mir Mühe geben. Heute habe ich einen freien Tag, deshalb habe ich heute mal die Chance ergriffen, das Video zu drehen und ich fange schon wieder an zu schwafeln und zu reden. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es so dunkel ist. Vielleicht verzieht sich gleich noch eine Wolke, aber ich wage es zu bezweifeln. Ja, wir beginnen mit Pflege. Ich hoffe, ihr seid gut und gesund in das neue Jahr reingekommen. Ich lag über die ganzen Feiertage flach, zusammen mit meinem Freund. Grippe, Fieber, alles drum und dran. Kotzerei, Schitteritis. Es war wundervoll, nicht? Ja. Aber das soll uns nicht davon ablenken, jetzt endlich über die Favoriten zu reden. Und zwar fange ich an, eigentlich wollte ich damit gar nicht anfangen, aber ich zeige es euch trotzdem mal in die Kamera. Und zwar Cleanser. Das hier ist ein ganz normales Wasch- und ja, Waschgel-Shampoo von Rossmann für Babys. Und ich liebe das einfach als Cleanser. Das ist sehr mild formuliert und ja, wenn es für Babys gut ist, dann dachte ich mir doch, kann man es für meine Fresse auch benutzen. Und es ist wirklich ein wundervoller Cleanser. Den habe ich schon mehrmals leer gemacht und nachgekauft. Den benutze ich auch zum Pinselwaschen. Also der ist wirklich universell einsetzbar und mega günstig. Unter 3 Euro für 500 Milliliter. Also holla the fucking Waldfee. Da habt ihr wirklich ordentlich Produkt. Mildes Produkt zum Gesicht waschen. Es muss nicht immer teuer sein, meine Damen und Herren. Hier habe ich noch äquivalent einen etwas teureren Cleanser, den ich aber auch sehr, sehr liebe aus der Drogerie. Gibt es bei DM. Und das ist der Detox Cleansing Foam. Habe ich eigentlich jetzt gesagt, wie der heißt? Also Baby Dream ist die Marke von Rossmann. Waschgel und Shampoo. Extra sensitiv. That's the one. Und das ist der vom DM. Den mag ich einfach sehr gerne. Der kostet zwar 8 Euro, glaube ich. Aber das ist so ein zarter Schaum und der hinterlässt euer Gesicht halt wirklich so quietschesauber. Und ich liebe das ab und zu wirklich. Also, dass das Gesicht so wirklich quietschesauber ist. Und das macht dieser Cleanser und das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Und welchen Cleanser ich auch dieses Jahr absolut für mich entdeckt habe, was eigentlich kein wirklicher Cleanser ist, aber ein Daily Microfoliant von Dermalogica. Wow, ich habe mich dieses Jahr etwas näher mit dieser Marke befasst und dieses, muss ich jetzt wirklich Beauty-Guru-like die Hand dahinter halten? Ja, leider. Daily Microfoliant. Das ist so ein Puder, das gebt ihr euch in die Handflächen, in die angefeuchteten. Na, sie müssen feucht sein. Und das gebt ihr dann auf euer Gesicht. Ja, es ist abrasiv. Ich weiß, jetzt werden schon wieder einige aufschreien. Oh mein Gott, das ist so schlecht für die Haut. Mamuschka. Also es war bei uns auf der Arbeit eine Vertreterin von Dermalogica und die hat sich mein Gesicht kurz angeguckt und hat gesagt, Mädel, du hast ein paar Unterlagerungen, ich kann dir das hier sehr empfehlen. Hat die mir so ein paar Sachets mitgegeben für so eine 4-Tage-Kur und holy shit, diese Unterlagerungen waren komplett weg. Und ihr könnt auch jetzt gerade sehen, meine Haut ist gerade wirklich, wirklich, wirklich glatt und gut und wunderschön und das schreibe ich diesem wundervollen Produkt zu. Ja, es ist etwas teurer. Also die große Pulle davon kostet 64 Euro. Ich habe mir jetzt erstmal noch die kleine gekauft für 14 Euro. Und es ist aber mega ergiebig. Und wow, ich schwöre da wirklich drauf. Es ist wahnsinnig gut. Also falls ihr wirklich Unterlagerung haben solltet. Das ist einfach so geil. Wundervoll. So, machen wir mal schnell weiter. Oh mein Gott, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Was wirklich ein wunderbarer Schlüssel zu meiner Hautpflege auch geworden ist,
ist nicht das Produkt, was jetzt hier drin ist. Also, ne, das war mal hier drin. Aber ich habe diese Sprühflasche umfunktioniert. Nein, ich sprühe jetzt nicht. Da ist ganz normales Rosenwasser drin. Ich glaube, ihr kennt alle dieses klassische türkische Rosenwasser, wo wirklich nichts anderes drin ist als Rosenwasser. Also kein Alkohol, keine Duftstoffe, also einfach nur Rosenwasser. Und das verwende ich einfach so für die Zwischenschritte, bevor ich Moisturizer auftrage oder ein Serum oder einfach nur zwischendurch, um mich zu erfrischen. Das habe ich wirklich das Gefühl, es spendet meiner Haut Feuchtigkeit und gibt ihr einfach was zurück. Also wirklich, meine Haut profitiert wirklich davon, sagen wir es mal so. Und ja, da gibt es ja verschiedenste, da will ich euch jetzt auch kein spezielles empfehlen. Die sind ja online sowieso meistens günstiger und ja, oder ihr geht direkt in die Türkei und kauftet euch da. Also wirklich ganz, ganz toll, Rosenwasser. So, was haben wir noch? Und zwar habe ich dieses Jahr auch für mich entdeckt den BHA-Toner mit Aloe von Benton. Das ist die Marke Benton. Benton. Ja, der Aloe BHA Skin Toner. Das ist einfach ja, so ein bisschen dickflüssiger und ich finde, es spendet super Feuchtigkeit. Und ich habe auch gemerkt, dass es meine Haut sehr verfeinert hat und ja, sie prall und wunderschön durchfeuchtet hinterlässt. Also da ist es, glaube ich, nicht so viel BHA drin, also Salicylsäure. Aber ich merke halt schon wirklich, dass es wundervoll durchfeuchtet. Trage ich halt vor meiner Feuchtigkeitspflege auf der ganz normalen, lass es schön einziehen und ich bin da wirklich sehr begeistert von. Hab, glaube ich, 20 Euro dafür bei Amazon bezahlt und ja, bin wirklich sehr zufrieden. Ich bin ja im Moment von dem BHA-Gel von Paula's Choice weg, werde mir das aber mit Sicherheit auch mal wieder nachkaufen, weil ich das halt auch geliebt habe und immer noch liebe. Aber wollte das hier einfach mal ausprobieren und bin wirklich sehr begeistert. So, dann noch ein, oh mein Gott, eins meiner absoluten Lieblingsprodukte dieses Jahr, ein Wasserspray. Und zwar ist es von Evoluderm, das mit Sea Salt, also Meersalz. Und das ist einfach diese wunderschöne Flasche. Kann man das eigentlich sehen? Also das ist so eine mintgrüne Flasche, die gibt es bei TK Maxx. Also wenn ihr die bei TK Maxx sehen solltet, kauft es. Kauft es. Es ist einfach wundervoll. Das ist einfach mein absolut liebstes Setting Spray. Es hat einfach diesen wunderschönen, passt mal auf. Es ist einfach so ein Nebel. Und das ist einfach so, so erfrischend und wunderschön. Und es lässt so ein Glow auf eurer Haut. Und kann man auch zwischendurch mal verwenden, um sich zu erfrischen. Also für 4 Euro, Leute. Also wenn ihr das bei TK Maxx sehen solltet, das ist so. Geil. Ich kann nicht aufhören, davon zu schwärmen. Habe auch eine Kollegin von mir damit angesteckt und habe sie auch gestern nachgekauft. Ich habe gestern wieder bei TK Maxx entdeckt. Es gibt es leider nicht immer. Aber wow, es ist einfach so geil. Sonnenschutz, ganz, ganz wichtig für unsere Haut. Benutze ich immer noch jeden Tag. Und zwar am liebsten von Rossmann. Das Sun-Ozon mit Sonnencreme-Gel in Lichtschutzfaktor 30. Alles, was unter 30 ist, ist witzlos. Also ab 30 solltet ihr schon anfangen. Im Sommer gerne 50. Und ja, das benutze ich einfach unglaublich gerne, weil die Textur schön ist. Es zieht gut ein, es ist nicht klatschig und lässt mich nicht fettig aussehen im Laufe des Tages. Und ja, ich mag das sehr gerne. Für 4 Euro seid ihr dabei. So, meine Damen und Herren, das war jetzt erstmal Pflege. Natürlich, oh warte, habe ich euch den Moisturizer gezeigt? Ja, den habe ich gerne. Oh, ich nehme erstmal einen Schluck. Das habe ich gerne als Feuchtigkeitscreme benutzt. Das ist eigentlich eine Overnight Mask von Clinique. Diese klassische Overnight Mask. Aber die habe ich einfach immer als Feuchtigkeitscreme benutzt und fand die super. Die ist auch schon fast leer, wenn man das vielleicht erkennen kann. Muss ich bald auch wieder nachkaufen. Aber die mag ich wirklich unglaublich gerne. Die Clinique Overnight Mask. Ganz normal in einer Erbsengröße in den Handflächen verteilen. Und als Feuchtigkeitscreme verwenden. Danke, meine Damen und Herren. Wunderschön. So. Machen wir weiter mit Make-up. Oh mein Gott, ich kriege schon wieder Atembeschwerden. Ja, womit fange ich an? Ich würde sagen mit Foundations. Und ich muss hier gerade mal eben kurz meine Pillen näher an mich ranziehen. Ich habe ja alles so ein bisschen aufgebaut und unterteilt in Kategorien. Oh mein Gott, ich habe so viele Foundations. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe ja vorhin alles rausgekramt aus meiner Sammlung. Und ja, musste da ein bisschen unterteilen. Aber wir fangen jetzt, oh mein Gott, wir fangen an. Also am besten erstmal mit Drogerie. Ja, zwei Revlon Foundations habe ich, oder zwei? Ja, zwei.
Und zwar einmal die Candid Foundation, hinterlässt ein sehr, sehr natürliches Finish, hat mir unglaublich gut gefallen. Und die Revlon Colorstay Full Cover Foundation. Die mochte ich auch gerne für etwas heißere Tage, weil die halt wirklich die Öle eurer Haut unter Kontrolle behalten und auch ein wundervoll gleichmäßiges, ja wirklich tolles, glattes, porzellanähnliches Hautfinish hinterlassen. Also diese beiden Foundations von Revlon kann ich euch wirklich unglaublich empfehlen. Die Candid Foundation und die Full Cover Foundation. Ich glaube, gehört zu haben, dass Revlon wieder aus dem Rossmann verschwindet. Nagelt mich nicht darauf fest, aber ich glaube, es ist so. Ich glaube, Catrice möchte seine Theke vergrößern. Aber wie gesagt, es ist nur ein Gerücht. Ich habe es von einer Verkäuferin erfahren, weil da halt an einer Theke Ausverkauf stand. Und ich habe gefragt, ja, geht das etwa hier raus? Und sie meinte, ja. I don't know, ob es stimmt oder nicht. Auf jeden Fall mag ich diese Foundations von Revlon sehr, sehr gerne. So, jetzt legen wir es da ein. Von L'Oreal, die Perfect Match Foundation, habe ich auch schon 5000 Mal erwähnt. Ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsfoundations aus der Drogerie. Sie hinterlässt einfach das absolut natürlichste, wunderschönste Finish von einer Drogerie-Foundation. Also wirklich eines der schönsten Finishes. Wundervoll. Also wirklich, eure Haut ist gleichmäßig. Man sieht nicht wirklich, dass ihr Foundation drauf habt. Es sei denn, ihr tragt es in so einer dicken Schicht wie Niki Tutorials auf, dann sieht man es definitiv. Aber wirklich eine traumhafte, wunderschöne, natürliche Foundation, die ich auch an offiziellen Anlässen durchaus tragen würde. Sei es eine Hochzeit oder eine Feierlichkeit, die mir wichtig ist. Also damit sieht die wirklich immer gut aus. Was habe ich noch an Drogerie? Genau. Die ich auch heute im Gesicht trage. Und zwar eine meiner absoluten Lieblingsfoundations. Wenn nicht überhaupt meine Lieblingsfoundation, die ist einfach der absolute Shit. Und das zu dem Preis sowieso. Die Rival de Loop Natural Lift Foundation. Habe ich jetzt auch eine meiner Kolleginnen empfohlen, weil sie wirklich sehr trockene Haut hat und halt auch Hautprobleme hat. Und sie war so glücklich, dass sie jetzt diese Foundation hat, weil die zaubert einfach dieses glatte, mega durchfeuchtete, ebenmäßige Hautbild. Ohne Poren, ohne alles. Es sieht einfach, es ist einfach eins, es ist wunderschön und da sieht man auch nicht, dass ihr Foundation tragt. Es sieht einfach aus wie frisch gecremt und ja, halt wirklich dieses cremige, wunderschöne, glatte Hautbild. Es ist wirklich nicht von dieser Welt und das für, wenn es im Angebot ist, für unter 3 Euro. Also diese Foundation hat für mich High-End-Potenzial. Ich habe noch nie sowas Gutes entdeckt und ich hoffe auch wirklich, dass sie niemals umformuliert oder rausgenommen wird, weil dann werde ich wirklich horten ohne Ende. Also ich werde jeden Rossmann leer kaufen, denn diese Foundation, die lege ich jedem ans Herz. Die Farbauswahl ist leider etwas erbärmlich, wie halt öfter in der Drogerie. Aber wow, wenn ihr da die richtige Farbe für euch entdeckt, man kann ja immer noch mit Bronzer arbeiten oder mit diesen Aufhell-Drops, die es ja überall mittlerweile gibt, aber wow, diese Foundation ist der Shit, der absolute Shit. High-End. Wenn ich einen Tag habe, an dem ich viele Rötungen oder Haare im Gesicht habe, oh Gott, kennt ihr das, wenn die Haare immer im Mund landen? ja, wenn ich wirklich viele Rötungen im Gesicht habe oder leichte hormongeschuldete Hautprobleme, die wir Frauen ja gerne mal einmal in der Woche im Monat haben. Einmal in der Woche, eine ganze Woche meistens, wenn nicht sogar länger bei einigen. Ja, dann benutze ich gerne die Estee Lauder Double Wear Foundation. Die deckt euch wirklich alles ab. Die kann man wundervoll schichten, entweder in einer leichten Schicht, dass halt wirklich die Rötungen abgedeckt sind, oder halt wirklich in einer mega Full Coverage Schicht, dass halt wirklich alles abgedeckt ist. Und wenn, auch wenn man die wirklich krass aufbaut in einer Full Coverage, in einer Full Coverage Schicht, ist die wirklich noch. Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, weil man sieht definitiv, dass man was aufgetragen hat. Aber es ist halt wirklich dieses Porzellan-Puppen-Finish. Es ist halt mega geairbrushed, mega glatt, mega gleichmäßig. Man sieht wirklich gar nichts mehr. Also es schimmert wirklich überhaupt nichts mehr von eurer eigenen Haut durch. Aber das mag ich wirklich an der Foundation. Also da könnt ihr euch wirklich drauf verlassen, dass sie den ganzen Tag hält, dass die alles abdeckt, was ihr abgedeckt haben möchtet. Und ja, es ist einfach schön, eine Foundation zu haben, auf die man sich verlassen kann, wenn man ein paar Unsicherheiten im Gesicht hat. Und das finde ich an der wundervoll. Und deshalb schätze ich die Double Wear Foundation von Estee Lauder
sehr, sehr, sehr. Welche ich noch zu schätzen gelernt habe dieses Jahr, ist die Clinique Even Better Foundation. Die gibt es ja eigentlich schon ewig auf dem Markt, ne? Also da habe ich wirklich schon lange drauf geschlafen. Also warum ich die noch nicht getestet habe, weiß ich auch nicht. Gibt es auch zig Farben von, ich glaube 52 oder so. Ich habe die Farbe 24 Linen. Ich habe euch gar nicht zu den anderen Foundations gesagt, welche Farbe ich habe. Meistens die hellste gelbstichige. Bei Rival de Loop ist es die Nummer 1 Light Beige. Bei L'Oreal Perfect Match ist es die 1.N Ivory. Und bei der Estée Lauder Double Wear ist es die 1N1 Ivory Nude. Also immer hell und gelbstichig. Bei MAC bin ich NC15. Das ist, glaube ich, ein guter Richtwert für euch. Und hier habe ich die Farbe 24 Linen oder CN08 Linen, also Clinique. Jetzt mal ganz ehrlich, eure Farbauswahl und eure Farbnamen sind wirklich der absolute Rotz. Also könnt ihr da bitte mal irgendwas ändern? Einfache Namen wie Vanilla oder Mokka oder was weiß ich reichen, aber nicht diese scheiß CN oder WN oder PN oder fuck me, keine Ahnung. Das ist einfach der allerletzte Scheiß. Also tut mir leid, ändert das bitte. So, aber die Clinique Even Better Foundation ist natürlich wundervoll glattes Hautbild, also wirklich sehr, sehr natürlich. Feuchtigkeit spendend, also wenn ihr wirklich eine absolut natürliche Foundation wollt, wenn ihr nicht wirklich viel von der Foundation erwartet, wenn ihr einfach nur euer Hautbild ausgeglichen haben möchtet und einfach diese Balance haben möchtet, dann ist die Even Better Foundation für euch genau das Richtige. So sieht sie aus, wunderschön. Und ja, lasst sie euch mal auftragen, ihr werdet wirklich begeistert sein. Ich liebe sie sehr. So, eine Foundation, die ich im Sommer unglaublich zu schätzen gelernt habe. Mein Gott, ist die wunderschön. Scheiß die Wand an. Das ist die Yves Saint Laurent. Jetzt muss ich gerade wirklich über den Namen stolpern. Yves Saint Laurent Touche Eclat All-in-One Glow Foundation. Das ist diese Tube. Ich habe die Farbe B20. Ist auch etwas dunkler als mein Hautton jetzt, aber im Sommer. Ich hätte wirklich weinen können. Die zaubert wirklich so ein Hautbild, als wärt ihr geairbrushed worden. Also wirklich mit so einer Pistole, mit so einem Airbrush-Teil halt, wirklich einmal durchgelaufen, als ob die Foundation in dieser Konsistenz ist und euch einfach nur benetzt und das Hautbild durchfeuchtet und wunderschön. Ihr seht wirklich aus wie eine wandelnde Vogue-Werbung, also die transformiert wirklich eure Haut. Also wirklich dieses durchfeuchtete, pralle, glowige Hautbild. Mamuschka. Also ihr solltet wirklich normale Haut haben oder Mischhaut, vielleicht sogar trockene Haut. Bei öliger Haut würde ich die Finger davon lassen, weil die wirklich halt einen schönen, starken Glow gibt. Also jetzt nicht stark, aber es durchfeuchtet halt die Haut. Ne? Also ich glaube, mit öliger Haut wird man damit sehr schnell klätschig aussehen. Aber testet die mal, die ist so wunderschön und ich muss ja echt sagen, ne, also eigentlich sollten in solchen Produkten keine Gerüche drin sein, aber der Geruch der Yves Saint Laurent Foundations füllt mir das bitte als Parfum ab. Ich liebe diesen Geruch, der ist, oh, Mamuschka. Also diese Foundation solltet ihr unbedingt testen, falls ihr diesen wunderschönen, prallen, saftigen Glow auf der Haut haben möchtet. Ein absolutes Fest, ich sag's euch. Oh mein Gott. So, weiter mit Concealer. Oh mein Gott, ich muss jetzt echt ein bisschen voranschreiten, weil wir haben hier noch wirklich viele Produkte liegen und wir sind schon bei 18 Minuten, fabelhaft, fast 19. So, ein Drogerie-Concealer, den ich sehr geliebt habe, ist von, nicht L'Oreal, Maybelline, der Instant Anti-Age Löscher in der Farbe 115 Warm Light. Das war auch ein Scheiß, da endlich mal die richtige Farbe für mich zu finden, aber das ist für mich die perfekte Farbe, 115 Warm Light. Ich glaube, jeder kennt den Concealer, der ist einfach wundervoll, hält den ganzen Tag, deckt unglaublich gut ab, creased nicht, perfekt. Und als High-End-Concealer habe ich mir ausgesucht von Shiseido, der neue Concealer, und zwar der Synchro Skin Self Refreshing Concealer in der Farbe 102 Fair. Die Synchro Skin Reihe kann ich euch ja auch unglaublich ans Herz legen von Shiseido. Ist leider nicht das günstigste auf dem Markt, also Shiseido ist leider echt schweineteuer. Aber der Concealer ist der Shit, den trage ich auch heute. Der glättet wirklich, der gleicht aus, der kriecht nicht in die Fältchen, in etwaige kleine Linchen oder was weiß ich, creased nicht, hält den ganzen Tag, deckt unglaublich gut ab.
Ist ein absoluter Traum. Ich liebe den Concealer. Was ich noch sehr empfehlen kann, was ich auch wirklich immer jedem empfehle, wenn ihr leichte Augenschatten habt oder nicht gut geschlafen habt, empfehle ich von Becca den Under Eye Corrector. Hier habe ich eine kleine Größe, die habe ich beim TK Maxx mal gekauft und komme damit schon über ein halbes Jahr aus. Der ist wahnsinnig ergiebig. Und ihr tupft es einfach unter euer Auge und seht danach aus, als hättet ihr 12 Stunden geschlafen. Also wirklich unglaublich erholt. Es hat halt diesen leichten Glow. Also es glänzt so ein kleines bisschen. Darüber tragt ihr natürlich noch euren Concealer auf. Aber ihr seht wirklich aus, als hättet ihr wohl geruht. Und das wollen wir doch alle. Also wirklich, wenn ihr ein bisschen erschöpft seid und leichte Schatten unterm Augen habt, empfehle ich euch wirklich das. Das ist wirklich ein Traumprodukt. Schaut es euch mal an. Und ich muss mal wieder einen Schluck Wasser nehmen, weil ich leicht dehydriert bin. So. Als etwas stärkere Abdeckung, wenn ihr kleine Freunde im Gesicht habt, wenn ich zum Beispiel eine Tüte Chips gegessen habe oder Nutella-Brote, werde ich am nächsten Tag überrascht von kleinen Mitbewohnern. Hier, hier, hier oder manchmal auch direkt hier in der Mitte, damit es jeder sieht oder auf der Nase. So, da habe ich wundervolle Abdeckung für euch und zwar von Dermacolor, die Camouflage Cream. Die sieht ein bisschen siffig bei mir aus, weil ich da auch öfter mit dem Schwanz... Wollte ich jetzt gerade echt sagen, mit dem Schwanz reingehe? Mit dem Schwamm. Ich gehe da mit dem Schwamm rein. Was ihr wieder denkt. Und zwar habe ich da die Farbe... Kann ich nicht mehr erkennen. Was ist da die Farbe? Ich glaube DF1. Also D wie Dora, F wie Fridolin und 1. Müsst ihr aber sowieso anpassen lassen. In Köln gibt es in der Ehrenstraße runter, gegenüber vom Karstadt und DM, ein Kryolan-Geschäft. Da habe ich das gekauft. Da gegenüber ist auch eine Bank und eine Apotheke. Geht da unbedingt mal rein und schaut euch das an, weil das ist wirklich eine unglaublich gute Abdeckung. Die gleicht euch echt alles aus und könnt ihr euch darauf verlassen, dass es nicht verrutscht und etwaige Problemzonen wirklich gut abdeckt. Also Dermacolor, guckt es euch an und damit kommt ihr wirklich 50 Jahre aus, glaube ich, mit diesem Töpfchen. Dann habe ich vor einiger Zeit entdeckt von Kevin O'Quorn. Gibt es auch noch, glaube ich, wurde bei TK Maxx verkauft. Ich weiß nicht, ob das dann bedeutet, dass es aus dem Sortiment geht. Und zwar das The Sensual Skin Enhancer in der Farbe SX02. So sieht es aus. Das ist auch ein Töpfchen mit einer unglaublich reichhaltigen Creme drin. Ich habe schon... Entschuldigung. Da kam was raus. Ich habe schon komplett als Foundation getragen. Die deckt wirklich alles ab. Also das ist wirklich unglaublich reichhaltig. Da braucht ihr wirklich nur so einen winzigen Punkt. Und ja, kann man jetzt wahrscheinlich auch super erkennen. Ne? Aber es ist halt echt mega, mega deckend. Das war jetzt echt nur so ein winzig kleiner Mini-Punkt. Und der deckt euch echt alles ab. Also Sensual Skin Enhancer von Kevin O'Quorn, wenn ihr einiges abzudecken habt, ist das auch wirklich eine wunderschöne Sache. So, als Puder habe ich mir jetzt eins rausgesucht, weil ganz ehrlich, es gibt so viele Puder und oh mein Gott, ich habe hier noch 2 Foundations liegen. Are you fucking kidding me? Zeige ich die jetzt auch noch? Wir sind schon bei 23, whatever. Puder von Rihanna Fenty Beauty, das Loose Face Powder. In der Farbe Butter, beziehungsweise es ist das Pro Filter Powder. Habe ich heute auch aufgetragen. Das kann man ganz leicht mit einem Pinsel auftragen, also eure Haut quasi damit benetzen und wie ein Schleier über eure Haut pudern. Oder man kann wirklich sehr gut damit baken, falls ihr euer Make-up das den ganzen Tag haltbar machen möchtet. Dann ist es wirklich ein unglaublich gutes Baking-Produkt. Highlightet super, also unter dem Auge, also... Wundervolles Puder, es riecht ein bisschen nach Hypnotic Poison, was ich auch sehr daran mag, aber der Duft verfliegt sehr schnell. Also wirklich grandioses Puder und es sind 28 Gramm drin, also hält es euch ja wirklich wahnsinnig lange. Ganz tolles Puder gibt es bei Sephora. Ich habe noch 2 Cushion Foundations, die zeige ich ganz schnell von Yves Saint Laurent, das Le Cushion Encre de Peau. Mochte ich sehr gerne, halt auch ein wunderschöner Effekt wie diese All-in-One Glow Foundation. Also ihr habt wirklich ein pralles, saftiges Hautbild. Und auch aus der Synchro Skin Reihe von Shiseido das Cushion Compact in der Farbe 210 Birch. Da habt ihr wirklich auch eine mega gute Abdeckung, aber halt auch so ein cremiges, wunderschönes, gleichmäßiges Finish. Also auch eine wunderschöne Cushion Foundation. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die von Yves Saint Laurent nochmal nehmen.
sehr, sehr schönes Produkt. So, zeigen wir Ihnen kurz die langweiligsten Dinge. Ich hasse Augenbrauen auffüllen. Das ist wirklich mein ungeliebtester Schritt in Sachen Make-up auftragen. Ich hasse diesen Schritt. Aber ich muss ihn auch vollführen, weil ich leichte Lücken in den Augenbrauen habe, wie wir alle, glaube ich. Ich bin mit relativ dichten Augenbrauen gesegnet, aber dennoch sind da ein paar Lücken drin. Yadi yadi yada. Ich benutze gerne von Catrice oder von Essence diese feinen Stifte mit dem Bürstchen am Ende. Ich glaube, das kennen wir alle. Ist jetzt nichts Besonderes. Oder halt ein Augenbrauenpuder, das von Essence. Warum halte ich das so verkrüppelt? Das kennen, glaube ich, auch alle. Das benutze ich schon ewig und drei Tage. Von Essence das Eyebrow Stylist Set. Ich glaube, das ist die Farbe Medium. Ja, da ist halt so ein etwas hellerer Ton und etwas dunklerer Ton drin. Und ja, das benutze ich halt für die Augenbrauen. Ich bin da echt unkompliziert. Hauptsache, ich kann so ein bisschen die Lücken auffüllen. Und damit hat sich die Sache ausgeschissen. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wir nehmen mal Blush. Und zwar habe ich geliebt dieses Jahr. Warum sage ich das eigentlich immer dazu? Ich habe geliebt. Das sind meine Jahresfavoriten. Natürlich habe ich es geliebt. Und zwar von Bourjois. Das Healthy Mix Sorbet Blush kommt in dieser Tube. Ist eine wunderschön aprikotfarbene Flüssigkeit und lässt eure Wangen einfach... Oh mein Gott, wenn ihr das mit der All-in-One Glow Foundation kombiniert, das war das Wort. Scheiß die Wand an. Ist das geil. Also es sieht wirklich unglaublich prall, frisch, saftig aus, wie zwei Pfirsiche, die sich auf euren Wangen niedergelassen haben und dort wohnen. Also oh, unglaublich frisch. Gab es bei TK Maxx, gibt es aber auch ganz normal bei Bourjois. Ich weiß nicht, wo ihr Bourjois habt. Gibt es das in Hamburg und Berlin, in Budni? I don't know. Aber auf jeden Fall schaut euch das unbedingt mal an, falls ihr es sehen solltet. Immer noch sehr, sehr... Oh Gott, ich liebe dieses Produkt, aber es wurde leider aus dem Sortiment genommen. Ich könnte weinen von MAC, die Cream Color Base in der Farbe Virgin Isle. Ich habe Gott sei Dank immer noch sehr viel übrig, weil das auch verdammt ergiebig ist. Aber das ist einfach eines der schönsten Cream Blushes ever. Ihr habt einfach diesen wunderschönen geröteten Flush. Also... Ich rede lieber nicht weiter darüber, sonst fange ich wirklich an zu weinen. Also ein traumhaft schönes Produkt. Von Max Factor die Cream Blushes kann ich auch immer noch empfehlen. Hier die Farbe Soft Murano, die wirklich aufs Letzte siffig aussieht. Meine Fresse, was habe ich damit gemacht? Habe ich damit den Boden geputzt? Oder? Auf jeden Fall, ja, wenn man da öfter mit dem Pinsel reingeht und mit dem Schwanz, sieht es irgendwann so aus. Aber es sind wundervolle Cream Blushes, gibt es in verschiedensten Farben und ich kann sie nur empfehlen für euch, für die Wangen und ist einfach so wunderschön. Kann ich nie anders sagen, ist wunderschön. Hier habe ich noch von Milani das 05 Luminoso Blush. Oh mein Gott, wie lange habe ich dieses Blush jetzt schon? Ich weiß es nicht. Ich habe es mir noch nie nachgekauft, weil ich es auch irgendwie nur noch sporadisch auftrage. Aber es sieht doch aus, als wäre es wirklich fast kurz vorm Sterben. Es ist wirklich fast leer. Ich sollte es mir wirklich mal nachkaufen. Aber ich habe gehört, dass die Farbe irgendwie verändert wurde, oder? Wurde es irgendwie verändert? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber immer noch ein wunderschönes, aprikotfarbenes, traumhaftes, glowiges Blush. Ein Blush, was ich heute auf den Wangen trage, was wunder, wunder, wundervoll ist, ist von L'Oreal das Age Perfect Blush in der Farbe Amber. Amber. Es gibt einfach so eine unglaublich schöne Wärme. Also guckt euch den Aufsteller von der Age Perfect Reihe von L'Oreal unbedingt mal an. Es lohnt sich. Also ich liebe einfach diese unglaublich schöne Wärme auf den Wangen. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsblushes, wirklich überhaupt. Dann auch immer wieder noch gerne von H&M Beauty die Blushes. Ich weiß gar nicht, wo man H&M Beauty mittlerweile noch kriegt. Ich glaube nur noch online, wenn überhaupt. Die Farbe Aprikot. Das ist quasi eine schöne matte Version von Luminoso, also skulpturiert die Wangen richtig schön mit und gibt einfach diesen tollen Aprikot-Flush. Die haben wirklich tolle Qualität, die H&M-Blushes. Da bin ich wirklich sehr traurig, dass die damals aus Köln verschwunden sind und ja, offensichtlich nur noch in den Beauty-Stores vorhanden sind. Ich glaube, in Hamburg gibt es noch einen, aber ansonsten weiß ich leider nicht, wo man diese Schätze noch bekommen kann, außer online. NARS Madly. Immer noch ein absoluter Favorit. Das ist so ein sogenannter No-Brainer-Blush. Also falls ihr nicht wisst, was ihr an dem Tag für einen Blush benutzen möchtet, Madly ist immer eine gute Alternative, weil der wirklich zu allen Looks passt.
einfach die Wange unglaublich schön mit skulpturiert und formt und einfach so, ja, diesen gewissen Umf gibt. Und ja, das ist so ein Blush, das ist da, aber auch wieder nicht. Also wirklich schön, gibt einfach einen wunderschönen Ton auf die Haut. Es ist was da, aber auch wieder nicht. Sehr elegant, sehr schön, sehr zurückhaltend. Ein wundervolles Blush von NARS. Ein relativ ähnliches Blush aus einer günstigeren Kategorie ist von Revlon die Farbe 002 Dare to Bear. Hier ist der Name drauf, Dare to Bear. Und das ist dieser Ton, halt auch so ein beiger, ich bin da, aber auch wieder nicht. Ne? Ich tauche auf, aber irgendwie nimmt man mich nicht wirklich wahr, aber man riecht mich. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall, das ist ein wunderschöner Ton, der eure Wangen mit skulpturiert und einfach traumhaft aussieht. So, jetzt noch ein traumhaftes Blush mit einem wundervollen Glow von Kiko. Ich liebe diese Farbe. Das ist einfach, oh Gott. Habe ich letztes Jahr in einer Limited Edition gekauft, aber die bringen jedes Jahr solche Farben raus. Seht ihr das? Das ist einfach so ein Rosenholzton mit leichtem Pink-Einschlag noch, also wirklich ganz speziell und halt dieser wundervolle Glow. Die haben jetzt auch so eine Limited Edition, die bringen, wie gesagt, jedes Jahr solche Baked Blushes raus. Ah, oh, hier könnt ihr es gut sehen, ne? Das ist halt wirklich ein unglaublich guter, wunderschöner Schimmer. Und die haben jedes Jahr solche Farben, also schaut euch da unbedingt mal um. Der hier heißt jetzt Sparkling Holiday Baked Blush in der Farbe 01. Morningstar Biscuit. Und die haben halt jedes Jahr diese Sparkling Holiday Collection. Und da ist auch jedes Jahr so ein Ton drin. Und jetzt haben die ja auch wieder diese Abverkäufe, diese Sales. Und wenn ihr mal vorbeischaut bei Kiko, solltet ihr so eins dann auch noch entdecken. Also ich habe die gleiche Farbe gestern noch gesehen. Hab mir keinen Backup gekauft, weil hier wirklich wahnsinnig viel drin ist. Und bis ich das leer gemacht habe, sind wir alle 50. So, Mascara. Ich habe übrigens letztens wieder erlebt, es gibt wirklich Leute, die sagen Mascara. Christina, also meine beste Freundin aus Hamburg, Gieten Schick, sagt euch vielleicht noch was, hat mir das schon mal erzählt, dass es Leute gibt, die Mascara sagen. Und letztens habe ich das selber erlebt und ich dachte so, are you fucking, Mascara, okay, gut. Jeder darf sein, wie er will und jeder darf aussprechen, wie er will, aber es heißt Mascara. Also, hier aus der Drogerie von Essence, wow. Also ich liebe immer noch Catrice, die Glam & Doll Reihe ist für mich eine der besten Mascara-Reihen ever. Wundervoll. Aber die hat mich echt aus den Socken gehauen. Die You Better Work Mascara Volume and Curl, die ist wasserfest und zaubert wirklich wundervolles Volumen. So sieht die Bürste aus, also wirklich so eine klassische Mascara-Bürste. Zaubert Volumen, Schwung, Länge und ist einfach wundervoll für einen winzig kleinen Preis, Mamutschka. Und, oh mein Gott, wir sind schon bei 32 Minuten. Habe ich nicht gesagt, dass wir bei 40 landen werden? Okay, und aus dem High-End-Bereich unbedingt die YSL-Mascaras. Yves Saint Laurent macht wirklich mit die wundervollsten Mascaras. Das hier ist die Fossil, die klassische Volumen-Mascara. Aber die anderen, die The Curler zum Beispiel, ist auch wundervoll. Also Yves Saint Laurent macht wirklich mit die wunderschönsten Mascaras. Ich finde noch schöner als die von Lancôme. Also die Hypnose-Reihe ist auch schön, aber Yves Saint Laurent ist wirklich mein Shit. So, machen wir weiter mit Highlightern. Gott. Heute trage ich... Oh, ich muss schon wieder ritzen. Oh mein Gott, erstmal wieder nachtanken, ne? So, heute trage ich auf den Wangen als Highlighter, was man schon wahrscheinlich nicht so gut erkennen kann, weil das Wetter einfach fucking dunkel ist und die Sonne heute nicht ihr wunderschönes Gesicht zeigt. Von Rival de Loop, die Farbe steht leider nicht mehr hinten drauf, weil es schon abgepillt ist. Honey Glow, das ist ein Eyeshadow von Rival de Loop. Gibt es immer noch für unter 3 Euro und ist einfach einer der wunderschönsten Highlighter that ever graced my cheekbones. Wunderschön. Also so sieht der Eyeshadow aus. Irgendwas mit Honey heißt er. Also kann man nicht verfehlen. Ein wunderschöner goldener Highlighter-Ton, der seinesgleichen sucht. Also ein absoluter Traum. Dann auch No-Brainer-Highlight-Produkt Mary Luminizer. Auch immer noch ein absoluter Favorit. Habe mittlerweile einen riesen Hit the Pan drin. Ein ganz, ganz toller Highlighter. Habe ich jetzt schon seit 5 Jahren oder so und ihr braucht da unglaublich wenig von und kommt damit auch wirklich Jahre aus. Also tolles Highlighter-Produkt.
Von Laura Geller, der Gilded Honey, ist mir leider diverse Male auf den Boden gefallen, deshalb öffne ich es jetzt nicht, weil es schon fast am Auseinanderbröckeln ist, aber Gilded Honey ist auch wunderschön. Dann ein Puder-Highlighter von Illa Maska in der Farbe Furore. Der macht wirklich Furore, weil der, wow, ich habe noch nie so ein krass Glow. Also da muss ich wirklich Bock drauf haben, an dem Tag unglaublich zu glowen, weil der macht wirklich einen Effekt. Holla die Waldfee. Ich weiß jetzt nicht, ob man es so erkennen kann. Wahrscheinlich nicht so doll. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber der ist wirklich so ein Spiegelglanz-Highlighter. Ja, so ein kleines bisschen Licht ist halt scheiße. Aber der zaubert wirklich so bam. Also da fällt ihr wirklich mit auf. Also das ist wirklich ein schöner Highlighter. Den trage ich auch gerne in dem Augeninnenwinkel auf. Aber wenn ihr wirklich bam glowen wollt, Furore von Illa Maska. Ein ganz, ganz toller, also wunderschöner Cream-Highlighter ist von Sleek, gibt es auch noch, auch in diversen Farben mittlerweile. Die Illuminating Drops, das ist so ein Champagnerton, steht auch leider nicht mehr drauf, ist auch schon alles abgeranzt. Aber die Illuminating Drops gibt es auch in so einem Rosé-Ton, finde ich auch wunderschön. Aber die zaubern auch einen absolut traumhaften, wunderschönen Highlighter-Effekt. Mamutschka, so, für die Augen immer noch sehr geliebt von Gorsh, der Kajalstift in der Farbe 024 Truly Brown ist dieses Braun. Und es ist einfach wirklich so ein ganz, ganz dunkler, kaffeebrauner Eyeliner. Ich mag mittlerweile Braun deutlich lieber als Schwarz. Okay, nicht näher drauf eingehen. Weil es einfach natürlicher aussieht und es ist einfach nicht so hart. Ach, Leute, ey, ich sollte dieses Video echt beenden. Es ist einfach, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist ein bisschen softer als dieses knalldunkle Schwarz. Trage ich auch heute übrigens auf den Augen, auf der Wasserlinie, als Wing. Einfach wunderschön, also schaut euch diesen Gorsh Kajal an. Ich habe auch mehrere schon von Gorsh getestet, aber das ist wirklich mein absoluter Liebling, weil der wunderschön weich ist. Der geht auf die Wasserlinie wie Butter und man kann damit traumhaft malen, ihn versmudgen. Und ja, Truly Brown von Gorsh. Truly Brown, ein absoluter Traum. Ja, dann machen wir weiter mit der letzten Kategorie. Oh mein Gott, wir haben fast geschafft nach 37 Minuten. Oh mein Gott. Eyeshadows. Als Single Eyeshadow kann ich euch unglaublich ans Herz legen von Art Deco. Die Farbe 210 Golden Highlights. Sehr, 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 sehr schönes Produkt. Also, das ist so ein Eyeshadow. Das ist ein einfacher Champagnerton, seht ihr das? Und den trage ich unglaublich gerne einfach komplett auf dem Lid auf, wenn ich es eilig habe. Dann vielleicht ein bisschen Truly Brown, ne, so als leichten Wing oder so ein bisschen ausgesmatscht. Und dann Mascara und ihr seid out the door. Wunderschöner Ton. Habe ich euch gesagt, das ist die Farbe 210 Golden Highlights. Also Art Deco ist eigentlich nicht so mein Ding, aber die Eyeshadows sind zum Teil echt Bombe. Dann habe ich dieses Jahr Glitter wirklich geliebt. Also ich war dieses Jahr echt Glitter verrückt. Und zwar natürlich von Stila, die kleinen Glitter, die gibt es öfter bei TK Maxx, also gerade so zur Weihnachtszeit, also im Laufe des Jahres eher seltener. Aber schaut euch da unbedingt immer bei TK Maxx um, die Glitter and Glow Liquid Eyeshadows. Hier habe ich die Farbe Kitten. Und oh, ich liebe das, aber die halten auf dem Lid wirklich an Ort und Stelle, wo man sie aufgetragen hat. Und das ist einfach dieser wunderschöne, ja, Glitter-Effekt. Das sieht einfach so traumhaft schön aus. Ich habe es dieses Jahr geliebt. Ebenfalls von Stila eine Palette, eine wunderschöne Alltagspalette in der Farbe Soul oder in der Version Soul. Hier sind einfach alle Eyeshadows drin, die man für den Alltag brauchen kann. So wunderschöne Erdtöne, auch ein bisschen was für Smoky Eye. Goldtöne, auch die Farbe Kitten, sehr schön als Highlighter auch. Also traumhafte No-Brainer Eyeshadow Palette. Auch sehr geliebt von Natasha Denona, die Mini Sunset Palette. Da zeige ich euch aber gleich eine Palette, wenn ihr die habt, dann braucht ihr die nicht. Aber wunderschöne Eyeshadow-Töne, die schreien einfach meinen Namen. Dieses dunkle Braun, dieses goldene Amber, Bernstein, oh mein Gott, dieser Highlighter-Ton, also wirklich alles komplett mein Ding. Und den Natasha Denona Eyeshadow, es sind zwar schweineteuer, also die Palette kostet jetzt, ich glaube, 25, 26 Euro, das geht noch. Aber die anderen Paletten, pff, die sind scheiße.
Dann sehr, sehr gerne gemocht, auch von Maybelline, die The Burgundy Bar Palette. Oh, die hat so wunderschöne Farben, aber die ist mir leider auch schon auf den Boden geknallt. Also zeige ich euch sie kurz so. Wunderschöne Töne, eigentlich durchweg alle Töne liebe ich von dieser Palette. Sehr gute Qualität, hält den ganzen Tag und ihr könnt einfach wunderschöne Smoky Eyes damit schminken. Das ist einfach ein Traum. Und kommen wir zu meiner absoluten Lieblingspalette dieses Jahr, Mamouchka von Jeffree Star, die Blood Sugar Palette. Meine Güte, warum habe ich sie mir erst dieses Jahr gekauft? Ich habe auch heute mein Augen-Make-up damit geschminkt und ich finde einfach, diese Palette ist so variabel. Man kann damit ausgeflippte Make-ups schminken. Also wirklich farblich könnt ihr euch da austoben ohne Ende. Dann könnt ihr ein wunderschönes Bridal-Make-up schminken, also ein Braut-Make-up. Wunderschön pastellfarben, zart, ein erdfarbenes Smoky Eye mit Goldtönen, was ich mir heute ausgesucht habe. Wunderschöne variable Palette, absolut fabelhafte Qualität. Die lassen sich ausblenden wie ein Traum, halten den ganzen Tag und ist einfach der absolute Shit. Ich wette, viele von euch haben diese Palette. Ich werde mir mit Sicherheit auch noch mehr von Jeffree Star anschauen, weil die hat mich echt umgehauen. Ich liebe diese Palette so sehr. Vor allem die Farbe Ouch, was diese Farbe ist, ist einfach so eine perfekte Transition Shade oder einfach nur alleine auf dem Augenlid zu tragen. Also ich bin mega begeistert von dieser Palette und ja, das ist wirklich eins meiner Top-Produkte 2019. Blood Sugar von Jeffree Star. So Leute, Halleluja. Ja, nee. Habe ich jetzt tatsächlich die Lippenprodukte vergessen? Habe ich, ne? Habe ich. Scheiße, wir sind bei 41 Minuten. Ich glaube, wir landen bei 50. Scheiß die Wand an. Okay, die letzte Kategorie Lippen. Mein Gott, das ist das längste Video, glaube ich, auf meinem Kanal. Oh mein Gott. Okay, machen wir schnell weiter. Ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen und ich glaube, so ein langes Video ist auch etwas ätzend anzuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch Chips oder irgendwas anderes besorgt, womit ihr dieses Video und das Geschwafel meinerseits durchsteht. Von Lisa Eldridge, die neuen Velvet Lippenstifte in der Farbe Velvet Fawn, habe ich euch auch in einem Video gezeigt. Und ja, die Lippenstifte sind qualitativ einfach. Ihr seht es ja, glaube ich, ne? Das ist einfach, diese Textur ist der absolute Hammer. Auf den Lippen fühlen die sich wirklich, wow, sowas habe ich vorher noch nicht erlebt. Eine absolut traumhafte Textur, wunderschön. Da ist die Qualität wirklich ganz weit oben. Lisa Eldridge Velvet Fawn, einer meiner absoluten Lieblingstöne. Glosse habe ich dieses Jahr geliebt. Natürlich den Lip Maximizer von Dior, gibt euch wirklich pralle, saftige, aufgeplusterte Lippen. Da gibt es auch mittlerweile mehrere Farben. Ihr seht, der hier ist fast leer. Ich habe noch zwei andere als Backup. Dann von Kiko die 3D Hydra Lip Glosse. Ich habe hier die Farbe 19, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ein wunderschöner Karamellton, den habe ich auch heute aufgetragen. Oh Gott, das ist einfach so. Ja. Ihr könnt es, glaube ich, sehen. Das ist einfach dieses prallsaftige, schon quasi dieses Glas. Es gibt ja Glass Skin, aber das sind Glass Lips. Also wow, wunderschönes Produkt. So, als Lip Liner schon immer sehr geliebt und wird auch, glaube ich, immer mein liebster Lip Liner sein, weil er einfach unauffällig ist und ihr wunderschön übermalen könnt und schummeln könnt, dass ihr etwas voluminösere Lippen habt. Und zwar von Estee Lauder, der Double Wear Lip Pencil in der Farbe 18 Nude. Wunderschön, also die Farbe ist einfach für mich perfekt. Also wirklich, My Lips But Better. Der ist auch irgendwie nie angespitzt, weil ich ihn immer runterfuttere, weil ich ihn täglich benutze. Einfach ganz, ganz grandioses Produkt. Von Charlotte Tilbury die Farbe Kim KW. Wenn ihr wirklich, das liebe ich einfach, wenn ich so ein Smoky Eye schminke und dann halt diese Fast Concealer Lippen, die sind einfach auch von der Textur wunderschön. Ne? Die halten super lang und fühlen sich mega angenehm auf den Lippen an. Kim KW, ein wunderschönes Lippenprodukt von der guten Charlotte. Dann eines meiner absoluten Lieblingslippenprodukte, die ich, das empfehle ich, glaube ich, jedem. Und es haben mir auch schon mehrere Menschen nachgekauft. Von Lancôme die Lippenstifte in der Version L'Absolue Mademoiselle Shine in der Farbe 232 Mademoiselle Place. Kann man es sehen? Man kann es nicht sehen, oder? So, da haben wir es. Mademoiselle Place. Es ist einfach, ihr seht schon, die Delle, die da drin ist,
der ist so wunderschön auf den Lippen. Der ist nicht zu pink, nicht zu beige, nicht zu Aprikot. Der perfekte Ton für eure Lippen. Also der ist wirklich, der zaubert euch so prall und saftige Lippen. Das ist schon nicht mehr feierlich. Also wunderschöner, perfekter Ton. Ich liebe den so sehr. Probiert die einfach mal aus. Da gibt es auch mehrere Farben von, aber das ist wirklich meine absolut liebste Farbe. 232 Mademoiselle Place. Ein absoluter Traum. Und wirklich einer meiner absolut liebsten Lippenprodukte ist von Dior. Der Dior Addict Stella Shine in der Farbe 439 Dior Moon. Der ist einfach für mich so perfekt, weil er, so sieht er aus, das ist so eine Aprikot-Karamell, also das ist schon eher so ein Karamellton. Seht ihr das? Der ist irgendwie auf den Lippen da, aber auch wieder nicht und der gleicht eure Lippen wirklich aus, der zaubert eure Lippenfältchen weg und ihr habt einfach diesen unglaublich glossigen Effekt und es ist einfach wirklich so ein Karamellton, so ein richtig geiler Aprikot-Karamellton. Ich liebe den wirklich über alles und werde mir davon auch noch einige Backups kaufen, weil, oh mein Gott, ich habe nur noch so wenig übrig. Den habe ich wirklich tot getragen. Gerade im Sommer sieht das wunderschön aus. Also ganz, ganz tolles Produkt. Dior Moon Farbe 439 von den Dior Addicts. Stella Shine. Und die Verpackung ist auch einfach der absolute Shit. Dann ein wundervoller Lipgloss aus der Drogerie, auch von Revlon, ist der Revlon Super, Revlon Super Lustrous Lipgloss in der Farbe 215. Gibt es auch noch zwei andere Farben, ich glaube einen Glitzerton und einen Pinker, aber der, packen wir ihn doch einfach hier drauf, ist einfach auch so ein unglaublich mega shiny, also wirklich dieser Glass Lips Effekt. Habt ihr dann hier in etwas günstiger sogar noch als von Kiko. Also die beiden sind relativ ähnlich. Aber ich liebe einfach Lipglosse. Also ich könnte für Lipglosse sterben. Und der letzte Lippenstift von Catrice, der Plumping Gel Lipstick in der Farbe 020. Ist einfach der perfekte Alltagston. Wo trage ich den jetzt noch auf? Hier ist einfach auch so der perfekte My Lips But Better Lippenstift. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, da ist er. So ein leicht bisschen rosafarbener, aber halt ein wunderschöner Nude-Ton. My Lips But Better. Ich hoffe, die sind noch im Sortiment geblieben. Catrice macht jetzt schon wieder eine Sortimentsumstellung, wie jedes Jahr. Die machen ja, glaube ich, zweimal im Jahr eine. Aber die sind einfach wunderschön. Die, so sehen die aus. Catrell. Was sage ich hier? Oh mein Gott, es wird echt Zeit, dass ich dieses Video beende. Der Plumping Gel Lipstick in der Farbe 020. Wunderschön. So, meine Hände sind bereit, gewaschen zu werden. Dieses Video ist bereit, online zu gehen. Oh mein Gott, 47 Minuten. Das ist echt Rekord für meinen Kanal. Ich hoffe, euch haben meine Jahresfavoriten gefallen. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was eure liebsten Produkte im Jahr 2019 waren. Und ja, wir freuen uns auf dieses Jahr, auf neue Produkte. Demnächst dann auch meine Parfum-Favoriten für das Jahr 2019. Und ja, jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als einen wunderschönen Tag, ein gesundes, wunderschönes Jahr 2020. Und ja, wir sehen uns dann mal wieder. Bis dann.